So, ihr Lieben, wir sind wieder zurück und wir machen direkt weiter mit einer neuen, frischen Folge Atom RPG. Wir haben ja beim letzten Mal hier die Codeliste bekommen und wir können jetzt hier so mal ein bisschen gucken, welche Türchen wir hier jetzt aufbekommen. Aber erstmal machen wir Musik an. Es ist alles ein bisschen entspannter. So, pass auf. Ich habe hier meine Codeliste vor mir liegen. Die gehen wir jetzt alle mal ein hier. So, 7. 037. Jo. Perfekt. So, was haben wir hier? Ein bisschen Altpapier. Da sage ich nicht nein. Portwein. Auch nicht schlecht. Sonst noch was? Nö. Okay. Nächste Tür. Oh, und da werden wir auch schon wieder angegriffen hier. Aua. So, komm ran. Yes. Perfekt. Einmal kurz warten. Und dann gibt's auf die 12. Oder auch nicht. Die sind auch flink, die Biester. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, und... Yes! Hinfort mit dir, Mistvieh. So, dann haben wir das nächste Schloss. Drei, okay, so. Und wir kommen rein, perfekt. Hier haben wir wieder ein bisschen Aufputschmittel. Das kann ich da auch so nicht liegen lassen. Also falls sich jemand wundert, wo ich die Kurze habe, die liegen da in dem Raum, in dem ersten Raum rechts auf dem Tisch. Nur so nebenbei. So, ein Wecker. Okay. Kommen wir hier rein? Nee, kommen wir auch nicht. Müssen wir auch wieder Code eingeben. Jo. Perfekt. Und er hat Muni für uns. Okay. Und hier ist auch wieder ein Plattenspieler. Und diesmal ein anderes Lied. Ein Tagebuch von Vavilov benutzen. Auch wieder so viel zu lesen. Aha, aha, aha. Ihr wisst ja, ich gucke nur nach Codes. Aber scheint nicht so, als wäre hier irgendwie ein Code. Okay. Okay, keine Codes, alles klar. Da ist eine Lupe drinne. Gut. Oh, und wir werden angegriffen. Na komm ran hier. Oha, drei Stück. Das kann ja lustig werden. Nummer 1 ist down. Perfekt. Können wir warten. La 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 la. Also wenn wir hier fertig sind, ich muss unbedingt mal wieder zu unserem Dog, dass er mich mal heilt.
Zack. Ah. Na, du kipp doch endlich um. Neue Stufe. Da, 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 da. Cool. Hier ist auch wieder ein Vieh drin, ne, oder? Ne, doch nicht. Doch, da hinten. Die sind so klein, die sieht man manchmal gar nicht. So. Seife. Brauchen wir Seife? Nee. Haben wir schon. Irgendwas im Spind versteckt? Nee, auch nicht. Okay. Scheint so eine Art Waschraum zu sein hier. Und da ist die nächste Ratte. Nager, was auch immer. Und Crit. Na komm. Ah. Yes. Perfekt. Da haben wir nichts drin. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay. Rubel, ja. Nimm mal mit. Dankeschön. Da haben wir nix. Okay, da ist auch nichts drin. Alles klar. Dann. Nächster Raum. Was haben wir hier? Ein Nager. Na komm ran. Kriegst du meine Axt in den Kopf? Altes Mistvieh. Zack. Und. Es. So, hier, Schrank. Eine Dose. Brauchen wir erstmal nicht. Aber da steht was drauf. Da haben wir ein Glas. Das brauchen wir auch nicht. Hier ist ein Schrank. Kühlschrank sogar. Portwein, den nehme ich mit. Hier ist Besteck drin. Okay. So, und da haben wir den nächsten. So, und? Na? Nee, ist flink. Ist flink, will nicht sterben. Oh, yes. Bams. Haha, Mistvieh. Oh, das sieht gut aus. Guck mal hier, was da alles drin steht. Salz, das brauchen wir nicht. Aber das Dosenfleisch, das muss ich mitnehmen. Das ist sehr schön. Da lacht das Herz. Hier auch nochmal 5-mal Dosenfleisch. Boah. Jetzt werden wir aber verwöhnt hier. Und mir ist gerade aufgefallen, wenn ich im Inventar bin, ich konnte vorher nur 56 tragen. Jetzt bin ich bei 72. Ich glaube, das liegt an den Drogen. Kann man unten links, kann man schlecht sehen, weil da Navigation steht. Aber ist interessant zu wissen, dass das dann auch funktioniert. Also quasi wie bei Fallout, wenn man Bier trinkt oder Alkohol. Kann man auch mehr tragen. Okay, haben wir auf jeden Fall die Seite schon mal abgegrast hier. Jetzt gehen wir mal hier gucken, wenn wir hier dann reinkommen. Die Türe vor dir ist definitiv kaputt. Die verbogenen und verbeulten Türflügel sehen so aus, als könnte man sie nicht wieder reparieren.
Das Codeschloss wirft nur Fehler aus und es gibt keine Möglichkeit, es in irgendeiner Weise zu benutzen. Stärke, reiß die Tür aus den Angeln. Die Tür untersuchen. Die Tür sieht so aus, als wollte sie jemand gewaltsam öffnen oder aufbrechen, aber hat es nicht geschafft und ist wieder verschwunden. Das Metall ist verbeult und an mehreren Stellen sind tiefe Kratzer zu sehen. Eine zerrissene Botschaft hängt an der Tür. Man kann die Buchstaben kaum lesen. N.S. Es scheint, dass die Tür irgendwie aufgebrochen werden könnte. Stärke. Yeah! Du ziehst, drückst, trittst und hämmerst mit voller Kraft. Trotz ihres Aussehens hält die Türe deinen Angriffen erstaunlicherweise sehr lange stand. Aber gerade in dem Moment, als du bereits aufgeben willst, springt die Türe aus ihren Angeln und fällt mit einem lauten Knall vor dir zu Boden. Perfekt. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber gut. Gefällt mir. Aber das scheint hier so eine Unterkunft von jemand Wichtigem zu sein. Weil der hat einen Computer, das haben die anderen nicht. Das ist bestimmt hier so ein Arzt oder so. Auf dem Tisch steht ein Computer. Für ein Gerät aus der Vorkriegszeit sieht er ziemlich modern aus. Obwohl er über und über von Staub bedeckt ist, schaut er so aus, als könnte er noch funktionieren. Technologie, versuch ihn einzuschalten. Erfolg, du begutachtest den Computer und bläst die dicke Staubschicht vom Monitor. Du drückst ein paar Tasten auf der Tastatur und findest scheinbar die Einschalttaste. Überraschenderweise läuft das Gerät noch. Mit einem leisen Surren schaltet sich der Monitor ein und ein Summen füllt den vergessenen Bunker. Den Computer betrachten. Auf dem dunklen Monitor ist der folgende Text zu lesen. Willkommen zum OWL-System. Nina Semenovna, Achtung. Unser internes Netzwerk ist derzeit deaktiviert. Sie können nur geschriebene Nachrichten öffnen. Viel Erfolg. Unterhalb des Textes siehst du noch eine C-Kommandozeile. Scheinbar kannst du hier deine Befehle eingeben. Drucken. Okay. Öffnen. Nachrichten. Welche Nachricht? 1. Oh, guck mal. Wieder neue Codes. Wenn du diese Nachricht liest, sei dir einiges gesagt. Ich verabscheue Informanten seit dem Jahr 1937. Deshalb habe ich alle meine bisherigen Notizen gelöscht. Die einzige Erinnerung, die es wert ist, gespeichert zu werden... Der erste Türcode 4334. Ja, den kennen wir schon vom letzten Mal. Der zweite Türcode 6571. Den muss ich mir kurz aufschreiben. So, haben wir wieder einen Code mehr. Jetzt gucken wir uns die zweite Nachricht an. Ich glaube, wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Viele meiner Arbeitskollegen beschweren sich über Kopfschmerzen und Albträume. Ich habe wieder einen ziemlich starken Verdacht, aber ach was. Das ist doch Blödsinn. Das ist viel zu verrückt, um wahr zu sein. Mhm. Nachricht 3. Letzte Nacht hat er, sie, es, sich mit mir im Traum verbunden. Ich habe nichts verstanden von dem, was er gesagt hat, aber es war wirklich beängstigend. Scheinbar ahnt niemand außer mir und Malyshev, was passiert, was wir geschaffen haben, ohne es zu wollen. Ich muss nur ein paar Experimente durchführen. Ich fühle mich, als wäre ich in Mary Shelleys Roman gefangen. Der moderne Prometheus. Ja, okay. Letzte Nachricht. Die Erdoberfläche ist zerstört und jetzt muss ich das zerstören, was wir zum Leben erweckt haben. Ah ja. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Okay. Na, immerhin wieder ein Türcode. Und wir werden direkt aus dem Hinterhalt von dem Nager, der gerade wahrscheinlich pullern war, angegriffen. Bams. So, hier haben wir wieder ein Schränkchen. Und es ist nichts drin. Okay. Nächste Tür.
Irgendwas Interessantes? Eine Lupe. Munition, die muss ich mitnehmen. Kann man bestimmt gebrauchen. Auch wenn ich auf Nahkampf geskillt habe. Kann ich sie eventuell sogar verkaufen, wenn ich die nicht brauche. Aber erstmal behalte ich die noch. Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, 25 Rubel. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das noch von Relevanz ist. So, Billardzimmer. So. Selbe Taktik wie immer. Wir warten, wir lassen die rankommen. Und dann gibt es was auf den Schädel. So. Guck mal, ein Schachbrett. Fernseher. Scheint so eine Art Gemeinschaftsraum zu sein hier. Mit Billardtisch und so. Wir haben die wahrscheinlich alle immer nach Feierabend rumgehangen und gechillt. Aber gut. So, jetzt muss ich mich orientieren hier. Da waren wir schon, das weiß ich. Wir können aber auch mal eben schnell speichern, das kann nicht schaden. So, und von hier... Sind wir von hier gekommen? Ich glaube schon, oder? Ja, okay, da ist der Billardraum. Gut, dann brauchen wir hier schon mal nicht lang. Gehen wir mal hier hoch. Hier waren die... Ah ja, okay. Spinnt Gedöns und so. Da ist der andere. Guck mal. Okay, da kommt man mit dem Code nicht rein. Das ist doof. Ich hatte mich ja irgendwie so ein bisschen gefreut. Gehen wir nochmal hier lang. Ah, okay. Das geht auch nicht. Da nicht. Ha. Ah ja, hier. Diese Tür wurde erst kürzlich geöffnet, aber warum hat man sie wieder verschlossen? Das ist eine interessante Frage. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das die zum Labor. Das heißt 4, 3, 3, 4. Ja. Sehr gut. Okay. Da kommen wir rein. Das ist gut. Hier kommen wir auch rein, glaube ich. Ja. Okay, wir gehen erst hier rein. Schlachtfeldstimulanz. Okay. Benutzen. Da haben wir wieder einen Computer. Und was ist das? Ein Scanner. Aber wofür? Okay, den Computer kann ich diesmal nicht benutzen. Das ist ja lustig. Scanner, ein Geheimprojekt sowjetischer Wissenschaftler, um die Umgebung nach Waffen und Insekten zu durchsuchen. Funktioniert nur alle heiligen Zeiten, aber könnte dich zu einem schönen Geheimversteck führen. Okay. Ja, dann hätte ich das gerne.
Bin mir gerade nicht sicher, wie man das Ding ausrüstet. Aber okay. Wir gehen erstmal weiter. Oh wow. Guckt euch das mal an. Das sieht nicht gut aus. Ich mach mal eben mein Upgrade hier. Wir machen. Achso, da können wir ja gar nichts machen. Waffenloser Kampf. Glücksspiel, Überleben, Erste Hilfe, Schlösser knacken, Technologie machen wir auch ein mehr. Oder zwei. Na komm, machen wir drei. Schlösser knacken nochmal drei. Handwerk machen wir auch. So, und nur für den Notfall, dass wir mal eine Pistole benutzen müssen, machen wir da den Rest hin. So. Okay. Ja. Hat das jetzt geklappt? Ja, okay, perfekt. So, jetzt nochmal schnell speichern. Weil ich nicht weiß, was hier gleich passiert. Das sieht auf jeden Fall nicht so cool aus. Spiel gespeichert. Das sind Atomagenten. Sie wurden mit automatischen Waffen erschossen. Vielleicht findest du bei ihren Leichen Hinweise auf das, was hier passiert ist. Okay, Rubel. Karte. Eine Karte der Umgebung. Die Stadt... Okay, ist eingekreist. Zum Betrachten benutzen. Okay. Ah ja. Dein Questlog wurde aktualisiert. Guck ich mir gleich an. Mysteriöser Talisman. Nimm ich mit. Die Karte, die ich bei einem der toten Atomagenten gefunden habe, führt in die Stadt Krasnoznamnen. Ich kann das nicht aussprechen. Ich sollte meine Suche nach Hinweisen dort fortsetzen. Okay. Das heißt, wir sind hier fertig. Glaube ich. Aber lustig, dass die keine Waffen bei sich haben, ne? Das wundert mich schon ein wenig. Alle erschossen. Alle Agenten, aber keiner hat eine Waffe. Ist auch nix. Computer kann ich auch nicht benutzen. Okay. Komm, Kabel nehmen wir mit. Warum auch nicht? Gehen wir nicht mit leeren Händen. So, gehen wir hier nochmal schauen. Bücherregal. In der Nähe eines der Bücherregale entdeckst du seltsame Kratzer am Boden. Aufmerksamkeit. Ah, ja, 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 ja. Warte mal kurz. Okay, das scheint hier eine Schiebetür zu sein. Irgendwas stand da gar... Warte mal. Achso, das ist die Tür. Okay, warte mal. Jetzt will ich wissen, was da los ist. Wo ist denn der Scanner? Da. Nee. Ah, das ist ja cool gemacht mit dem Scanner.
euch das mal an, ey. Krass. Ein ziemlich nützliches Gerät, wenn man denn auch mal was findet. Aber ich glaube, das ist Absicht. Was ist das für ein Ding? Was für Experimente hat man hier draußen wohl durchgeführt? Das ist eine sehr gute Frage. Keine guten, so wie es aussieht. Okay, wir leiden anscheinend immer noch unter starken... Verschlossen. Guck mal, das Ding habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Schade, ich hätte echt gerne gewusst, wie man da die Tür aufkriegt. Na gut. Gehen wir nochmal zurück. Kann auch sein, dass das so eine Art... geheimer Ausgang ist. Verschlossen. Kriegen wir das auf? Oh ja. Kabel. Verschlossen. Fehlschlag, okay. Ich glaube, das sind alles hier so Stromkästen oder so. Also viel mehr als na, Kabel und Klebeband werde ich da wohl nicht kriegen. Aber wir leveln dadurch. Das ist schon mal sehr schön. Ach, guck mal, hier waren wir auch schon. Oder auch nicht. Ah ja, okay. Wenn ich den Scanner anhab, kann ich nicht hauen. Ich muss den also ausmachen. Verstehe. Stirb! Boah, voll draufgetreten, ey. Machen wir mal den Scanner wieder an. So. Und wenn ich jetzt wüsste, wie man hier wieder rauskommt, wäre ich schon ein Stück schlauer. Okay, ich glaube, ich bin gerade im Kreis gelaufen, kann das sein? Ich muss zu dieser Tür mit dem Fahrstuhl. Okay, da. Ja, hier kann ich mich dran erinnern. Da kann ich mich auch dran erinnern. So, jetzt mal eben gucken hier. Ah ja, perfekt. Einmal nach unten, bitte. Spiel wurde automatisch gespeichert. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt raus. War ich hier schon dran? Ich weiß das gar nicht. Nee, verschlossen. Die können wir mal versuchen zu knacken.
Fehlschlag. Ganz prima. Ja, okay. Dann nicht. Dann behaltet euren Kram. So. Puh. So, jetzt bin ich gespannt, was die anderen Herrschaften sagen. Als du dich näherst, spürst du eine versteckte Gefahr. Der Bunker war an sich schon kein angenehmer Ort, aber jetzt bist du von einer tödlichen Vorahnung neuer Probleme erfüllt. Als du den Bunker verlässt und nach draußen gehst, bemerkst du, dass etwas nicht stimmt. Der schnauzbärtige Mann, der dir zuvor die Tür geöffnet hat, und seine Kumpel stehen vor der Tür und blockieren sie. Er schaut dich abschätzend an, überlegt etwas in seinem Kopf und plant seine nächsten Aktionen. Schließlich nickt er dir zu, während er dir direkt in die Augen schaut. Hallo, mein Freund. Na, was Interessantes gefunden? Du hast doch selbst gesagt, was ich finde, kann ich mitnehmen. Das habe ich gesagt, als ich dachte, ich rede hier mit einem ehrlichen Mann. Mir ist da seitdem ein Gedanke gekommen. Wir haben Tage damit verbracht, diesen Ort zu erkunden, haben unsere Haut dafür riskiert. Und du hast uns auch ausspioniert? Nicht gerade anständig von dir, oder? Wir machen die ganze Arbeit und so ein Kerl stürzt sich einfach auf uns und raubt uns die Früchte unseres Kampfes. Nicht gerade nett. Wirklich nicht. Hast du uns ausspioniert? Nicht gerade anständig von dir, oder? Der Mann kneift die Augen zusammen und seine Miene wird ernst. Der Griff seiner Kumpane um ihre Waffen wird fester. Irgendetwas scheint hier gerade zu passieren. Ich habe so das Gefühl, du willst den Inhalt deiner Taschen mit uns teilen, Freundchen, um ein paar Sachen richtig zu stellen, weißt du? Wortgewandtheit. Ich habe noch gemeint, ich habe zur Abwechslung mal eine ehrliche Seele getroffen. Ihr wollt mich ausrauben? Fehlschlag. Das war ein Fehler. Es interessiert mich nicht, wo du dein Leben verbracht hast. Aber hier draußen im Ödland ist jeder auf sich allein gestellt. Und jetzt her mit deinen Sachen. Ganz ruhig. Was genau willst du von mir? Alles. Ach, du Scheiße. Keine Chance. Feuer frei, Jungs. Autsch. Ich bin gleich tot. Ah, wie gemein. Du hast das Zeitliche gesegnet. All deine Träume, Hoffnungen und Ambitionen scheinen niemals real gewesen zu sein. Ist ja geil. Okay. Mein erster Tod. Freunde, damit habe ich nicht gerechnet, aber ist in Ordnung. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen und uns das alles nochmal angucken. Aber bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und lasse diese Folge mit dieser wunderschönen Musik ausklingen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.